Wir haben den Tresor in einem Truck, gefüllt mit Gold. Das einzige Problem ist, dass er von unseren alten Freunden Murky Water bewacht wird. Aber hey, nichts, womit ihr Jungs nicht klarkommt, oder? Murky Water fährt seit Monaten im Konvoi durch DC. Ich habe mich geweigert zuzuschlagen, bis wir eine Chance auf einen großen Preis haben. Und hier ist er. Goldbarren. Wir haben ein Ablenkungsmanöver auf der Woodrow vorbereitet, um den Konvoi dorthin zu bringen, wo wir ihn haben wollen. Dann werden wir einen gepanzerten Truck von dem bewaffneten Konvoi trennen. Sobald er isoliert ist, schlagen wir zu und klauen die süßen Klunker. Oh yeah. Machen wir. Na dann, mein lieber Baggerfahrer, hau ihn voll in die Seite. Okay. Ich find's übrigens geil, die fahren da lang, sehen aber den Dingens hier nicht. Er holt Anlauf, was er hätte schon vorher machen können, um ihn dann wegzurammen. Muss er wissen. Ganz komischer Aufbau. Naja, gut. Shotguns in die Hand, runtergehen und Angriff. So, erstmal kurz ein paar Headshots verteilen. Klonk, klonk, klonk. Huch, daneben geschossen. Ja, es war auch ein cleaner Job hier bis jetzt. So, Slaughterhouse, kann ich schon direkt sagen, hat... ich nenn's mal... das Ding ganz zu sprechen. So, Slaughterhouse hat nämlich einen ganz großen Nachteil und das ist ein, ich nenne es mal etwas komplizierter Part. Ciao. Erstmal ganz kurz den Wagen in die Luft sprengen. Das Schwein ganz zu suchen. Hier hängt nämlich ein Schwein rum, was wir looten können. Kurz die Dingens teilen. Okay, wir machen ganz kurz erstmal den Bohrer da dran. Dass er schon mal arbeiten kann. Da ist das Schwein. So, es gibt mich ein Schwein, was man hier looten kann. Ja. So, unser Plan ist jetzt auf jeden Fall erstmal. Pass auf, ich muss das eben mal ganz kurz erklären. Wobei, wir können es auch laufen lassen. Dieser Weg hier, diese Halle, ist noch relativ safe. Ne? Wir haben das Problem aber später, dass ein einziger Abstand dieser Karte die ganze Mission ein wenig, ich nenne es jetzt mal, kaputt macht. Und das Ganze in einen so hohen Schwierigkeitsgrad zieht, dass das Ganze fast unmöglich wird. Und das ist der Außenbereich. Wir brauchen auf jeden Fall das Gasolin hier, weil sonst müssen wir später zurücklaufen den ganzen Weg. Das wäre echt nervig. Wir müssen mal so oder so nochmal später hier reingehen, es gibt nämlich zweimal so ein Gas. Schau. Aber um das Ganze mal ein bisschen langsamer zu sagen, es gibt halt hier einen Innen- und einen Außenbereich. Der Innenbereich besteht aus, bohr das Ding auf und dann ist es gut. Der Außenbereich besteht aus Taschentragen. Das Taschentragen in dieser Mission ist allerdings sehr, sehr kritisch, da du einen Geschützwagen hast, der aktiv sein kann. Du hast Scharfschützen ohne Ende. Huch, daneben geschossen. Und du hast dazu noch, abgesehen von den ganzen Problematiken so, das Problem, dass du halt ein sehr, sehr offenes Gebiet hast. Also auch die Umgebung ist gegen dich. Und die Kombination aus all diesen Sachen macht diese Mission halt unfassbar schwer. Und ich glaube, da sind sich auch viele Spieler einig, dass der ganze Innenbereich eine sehr geile Mission ist. Auch die Idee wieder echt cool ist, aber durch den Außenbereich Mission leider selber ein bisschen zerstört wird. Und es gibt hier einige Ideen, die echt cool sind. Beispielsweise haben wir jetzt diese Fließbänder, die tatsächlich sogar funktionieren, also wir können sie nutzen. Ist auch geil. Die zwei Arzttaschen, die wir haben, sollten wir am besten so lange aufheben wie möglich. Die werden nämlich sonst echt schwierig, wenn wir die hier drin platzieren, zu holen. Weil wir werden nicht so lange hier drin bleiben. Oh, Feder. So, kurz geheilt. Ich mag die Klasse mittlerweile echt gerne. Die ist echt cool. Und so stark. Jetzt nicht rauskommen, KIs, bitte. Ich will nur ganz kurz eine Geisel holen. Bitte drin bleiben. Ja, war klar.
Ja, Kops ist Elbe. Wir waren 3 Sekunden weg. Naja. Dann ist das halt so. Wo ist eine Dosa? Nein, ich will das Schwein nicht. Oh, das war mein Verbündeter, sorry. Da ist er. Down. Oh! Hallo? Kommt der jetzt ja. Ja, hier ist er einmal rausgelaufen, schon hast du die Arschkarte. Ist nämlich alles ganz schön voll hier plötzlich. Egal. Alles easy, ganz entspannt. Echt jetzt? Da war ein Zivilist hinter? Wow. Ja gut, da machst du halt nichts. So, kurz geheilt. Finger weg von meinem Bohrer, bitte. Schade. Ey. Ey. Oh, ist der kaputte Bohrer. Haben die den kaputt gemacht oder ist er so kaputt gegangen? Au. Hm. War daneben geschossen, aber volle Kanne. Das ist kein Problem. Ein paar Leben können wir ruhig einbüßen. Die kriegen wir schon wieder. Electric Man, kümmere ich mich drum. Das war nicht der Electric Man. Ey. Ich treffe ihn nicht. Au. Okay, der tat weh. Ich verschwende gerade ein bisschen die Leben, zugegebenerweise. Aber sowieso will ich jetzt für Munition noch ein bisschen bekommen. Hat sich jetzt nicht so richtig gelohnt irgendwie. Naja. Gleich ist offen, dann können wir die Tasche tragen. Das ist gut. Okay, den haben wir. Oh, das ist ein Dozer. Nein, nicht mich anschießen, bitte. So, und Gold. Alles sehr viel wert. Legen wir einfach hier drauf, dann ist gut, dann gehen wir nach vorne. Das ist jetzt noch so der coole Part. Ein sehr, sehr geiler Part tatsächlich sogar. Weil wir diesmal nicht die Bots brauchen zum Taschentragen. Also wir können die auch nutzen, klar. Aber größtenteils wird das jetzt durch Fließbänder gemacht. Das hat man noch nie gehabt, glaube ich. Ja, Bulldozer ist mir zwar gerade egal. Das Wichtige ist mich auch, dass wir die Taschen hier nicht verlieren. Weil die sind nämlich auch gerne mal so von den Polizisten geklaut worden. Da kommen die halt bis zum ganzen Start jetzt zurück. Das ist dann halt super nervig. Warte. So. Kommen wir zum nächsten Abschnitt. Die erste Halle haben wir fertig. Jetzt geht's hier lang. Wir müssen natürlich aufpassen, wenn jetzt der Polizeisturm da ist. Ja. Und so traurig es auch klingt, aber ich glaube, wir werden unsere gesamte Heilung tatsächlich für den Außenbereich aufbrauchen, weil wir super häufig von Sniper gekillt werden. Wette ich mit euch. Okay, sehr gut. Kurz ein bisschen heilen. Sehr schön, das funktioniert. Oh, das ist schlecht. Das ist gerade ungünstig. Da werden wir jetzt sterben, weil wir leider vom Dozer gepusht wurden. Das ist gerade ein bisschen schwierig. Oh, wo bringen die Taschen denn hin? Die gehen einen anderen Weg. Das ist interessant. Okay, zugeben, den habe ich nicht erwartet, den Move. Na gut, okay. Ja, die haben alle Taschen mitgenommen, dann gehen wir jetzt hier lang. Hallo, kann ich bitte nicht rumgeschubst werden? Ja, jetzt gerade sterbe ich ja leider ein bisschen, was nicht unnötig war.
Okay. Muss noch kurz aufpassen, weil hier ist auch ein Fließband. Alles gut. Da wurden wir gerade ein bisschen ungünstig gepusht, aber es ist alles machbar. Kein Problem. Oh, Flash. Hoppala. Ja, halt den Dozer. Danke auf jeden Fall für nichts. Jetzt hängen die Taschen natürlich alle hier doof rum. Da haben die jetzt keinen Gefallen mitgetan. Aber die sind zum Glück nicht wieder ganz woanders. Aber interessante Wege, die gelaufen sind. Cool, cool, cool. So, mal kurz ein bisschen heilen hier. Die Taschen langsam aber sicher zurückholen. Au. Okay, danke. Oh. Oh. Ey, der lebt doch voll lange. Krasser Typ. Die, Wankers, die. Oh, mich doch geflasht, ne? Krass. Okay. Irgendwas trifft mich von da rechts immer ganz hart. Ich weiß nicht, was das ist. Ob das auch die generellen Leute so sind. Oder einfach Pech. So, jetzt ist interessant hier. Ich treffe ihn nicht. Nervig. Haben wir. Mal kurz ein bisschen aufkommen hier drin. Hier ist mich ein bisschen eklig voll geworden. So. Hm, stark, danke. Würden Sie bitte meine Taschen in Ruhe lassen? Ey, nicht mein Gold wegklauen. Ach, die haben doch Taschen weggetragen. Wie frech. Hm, das ist jetzt ärgerlich. Ich muss uns zurückholen. Naja. Lass das mal da liegen. Die holen wir später. Das könnte ein großer Fehler sein, das weiß ich auch, aber... Hilft gerade nichts. Alter. Okay, da ist noch ein Dozer. Finger weg, meine Taschen, bitte. Ja, die kommen auch echt von überall hier rein, ne? Wow, er hat uns getötet. Krass. Ja, das war die beste Flash aller Zeiten und mich zwei Leben gekostet. Ich muss meine Klasse anpassen. Wir müssen die Flashes irgendwie holen. Das geht nicht. Ach, waren zwei Skull-Dozer. Ja, okay, cool. Okay, ich muss zugeben, die Flashes sind absolut insane an der Position hier. Krank. Da machst du ja gar nichts gegen. Zwei, drei Dozer sogar insgesamt. Und dazu... Flashes war die ungünstigste Kombination, die hätte kommen können. Au. Okay. Das war teuer von dem Leben her, bin ich ehrlich. Scheiße. Das hat mich leider unnötig Leben gekostet jetzt, aber alles noch gut. Wie gesagt, wir werden da eh die ganzen Arzttaschen aufbrauchen wahrscheinlich, weil dem Job draußen einfach schwierig wird. 30 Seconds, Junge, haben die auch ein bisschen Zeit zum Entspannen vielleicht? Ja, ja, entspann dich mal bitte ganz kurz. Nein, nicht wieder flashen, bitte. Hey, was für 30 Sekunden? Die sind ja schon da. Lüge, Lüge. Das finde ich nicht gut von euch. Finger weg, hallo. Ja, danke wieder für die nächste Flash. Okay, cool. Hier können wir uns auch unsere erste Arzttasche hinsetzen. Das ist nice. Aber die brauchen wir jetzt eh. Dann sichern wir unsere ganzen Goldtaschen mal eben ganz jetzt in der Ecke. Die anderen beiden da hinten sind ja eh schon weg, so gesehen. Die holen wir jetzt nicht zurück, die machen wir gleich erst, wenn es das wirklich anbietet. Weil die werden die eh ab und zu weggeklaut. Dann ist es nicht so schlimm. So, jetzt sind die Helikopter schon mal so ein bisschen blockiert.
gut es halt eben gerade geht. Au. Oh, hallo. Hat euch einer eingeladen? Schon wieder ein Dozer. Mein Gott. Also die Dowser kommen hier aber auch wirklich in so einer hohen Frequenz gerade an. Das ist schon hart. Okay, krass. Okay, und eine Geisel. Ah, ich bin doch extra weggedingst. Schade. Okay, den hätten wir. Ach, der ist schon wieder. So. Jetzt kommt das schwerste Mission. Es gibt nämlich 3 Milliarden Scharfschützen überall. Achso, hoppala. Aber müssen wir da durch. Also wortwörtlich. Okay. Da steht ein Scharfschütze, stark. Egal, wir schaffen das. Bei jeder Tasche, die wir jetzt loswerden, ist direkt schon mal ein kleiner Sieg für uns, weißt du? Weil die Taschen, die hier liegen, die können nicht mehr geklaut werden. Das ist wichtig. Das sah jetzt zwar einfach aus, da durchzukommen, aber glaub mir, das kann nur schwerer werden. Habe ich den nicht gerade getötet? Ich dachte, genau den hätte ich getötet. Naja. Wie ist denn der hochgekommen? Boxen? Ja, genau, lass die Taschenrichter umliegen, hast recht, danke. Da ist ein zwei Dozer, lass uns direkt verpissen einfach. Lass mich durch, weil ich kann so nicht sterben. Siehst du, und deswegen müssen wir uns beeilen. Hallo? Ja, flash mich ruhig mitten im Gebäude. Alter, wie schnell war die Flash bitte geworfen? Die war ja perfekt. Geil, danke. Ey, wir müssen die Klasse anpassen. Wir müssen diesen Flash-Schutz drin haben. Das ist sonst unmöglich. Ey, wir sind hier immer noch geflasht, Junge. Geil. Alter, die Flashes sind insane. Holy shit. Ja, das hat uns jetzt 3 Leben gekostet. 3 Leben haben wir dadurch verloren. Durch Flash-Bangs. Nicht durch Sniper, wie ich dachte. Krass. Okay, das habe ich nicht erwartet. Cool. Okay. Ah ja, und natürlich nochmal ein Cloaker. Danke dafür. Jetzt hat er die. Wir fallen das in die Tasche. Stark. Okay, ich muss zugeben. Mir gefällt die Entwicklung hier gerade nicht so. Was passiert hier gerade? Okay, krass. Okay, jetzt beide Dosen sind tot. Ja. Okay, cool. Yo! Vielleicht haben die auch ihren Teil dazu beigetragen. Ja, genau. Schuss mich durch. What the fuck? Was? Yo! Okay. Au. Hey, der nächste Dozer. Wir haben doch gerade jetzt 2 Skull-Dozer. Krass. Holy shit, was passiert hier denn mit den Dozern? Hey, das ist ja schon wieder einer. Achso, ich hab schon einen. Dann gehen wir erstmal ganz kurz da hinten die Dings wegbringen. Also die Dozer-Menge gefällt mir gerade aber auch wirklich gar nicht. Weil ich dachte, so meine Theorie war, dass die Scharfschützen schwierig werden, aber nee. Was ganz anderes. Jo, da war der Scharfschützenhit, danke.
muss die ganze Zeilung abwarten. Viele Kills setzen, um HP zu kriegen. Wir sind tot. Ist egal. Na, der Scharfschütze hat mich gekillt. Scheiße. Ach, jetzt ist hier die Tasche natürlich fallen, ne? Ja, war ist ja klar. Und trotzdem hängt die da oben rum. Das ist easy. Die spawnen schon hier, lol, wie schnell die sind. Jetzt gib die Kacktasche doch her, Junge. Mein Gott. Alter, die Scharfschützen. Da kommt Dozer. Was passiert hier gerade? Da ist auch ein Dozer. Leute, ich muss so ganz kurz eben warten. Ah, jetzt hat die Tasche ganz weggetragen, ist egal. Wir müssen ganz jetzt durch. Das Wichtige ist, dass wir da immer warten, bis wir diesen einen Modus drin haben. Joy was down, das ist schlecht. Wir müssen auf die Bots warten, weil sonst sterben wir außer der Reichweite. Oh. Das Ding ist ja, wir müssen halt immer hier durchlaufen durch die Mitte, wenn wir gerade unsere drei ready haben, also hier die Nate quasi. Damit wir... Ich bin verwirrt. Wir sind zweimal dahin gelaufen. Ich habe aber nur 6 Taschen, da müssen noch 7 sein. Weil einen haben wir verloren, weil wir da gedownt wurden. Warum sind das denn jetzt nur 6 Taschen? Hä? Hoppala. Finde ich. So, nochmal ganz viele Zeilen hier. Ja, er hittet mich natürlich instant, danke. Da kommt aber die ganze Armee durchgelaufen gerade, nice. Da ist ein Nest oder was? Ist schlecht. Nee, ich brauche meine Bots leider. Ich habe mich gerade übrigens selber geretzt, nicht, dass ihr euch wundert. Huh? Wie bin ich gestorben? Warum bin ich gestorben? Wurde ich gesniped durch die Wand oder so? Das war jetzt ja mies. Ja, aber wieso? Ach so, der wahrscheinlich, war? Nee. Hä? Ah, das finde ich ja frech. Da wurde ich einfach durch die Wand weggeklippt. Naja. Kommt vor. Oder der hat mich gesniped oder so? Keine Ahnung. Oh, danke fürs Tasche reinbringen. Sehr freundlich. Im offenen Bereich finde ich die eh ein bisschen schwierig. Oh Gott. Er boxt nicht. Yo. Mach's gut, HP. Kranker Typ. Fuck, wir müssen noch was tun. Wir können die Taschen nicht wegbringen, wir müssen was tun. Ich heile mich immer ganz kurz. Ich muss nochmal zurück. Und der Grund, warum wir zurück müssen, ist echt traurig. Wir brauchen einen Benzinkanister. Vielleicht ist es ja auch ein bisschen gemein, wenn du es nicht weißt, dass du einen Benzinkanister brauchst, könnte dich dieser Weg jetzt hier komplett vernichten. Weil du dann die ganzen AP-Taschen so nicht mehr hättest. Weil irgendwo hier müsste einmal Benzin liegen. Ich weiß ja nicht, wo er spawnt. Aber das benötigen wir leider. Damit wir mich am Ende da den Container abfackeln können. Hier ist eine Keycard. Warum ist eine Keycard hier? Hey, wozu gibt's denn hier eine Keycard? Hä? Ist es wohl hier oben drin? Ach, Bane. Wie wär's, wenn du einfach mal ein bisschen helfen würdest? Nämlich, danke. Und wo ist jetzt hier genau...
Richtung ziehen. Ach, weißt du, warum das Gold nur 6, nicht 7 Taschen sind? Das war das Schwein. Okay, ich finde das Benzin halt einfach nicht. Okay. So weit, so gut hier erstmal. Hä, wo ist das? Ich kann jetzt da nicht rauslaufen, das ist tödlich. Hier vielleicht? Hm. Ist schlecht. Oder kannst du vielleicht auch draußen spawnen? Scheiße. Ich bräuchte nochmal eine neue Geisel auf jeden Fall. Okay, warte mal, ich war in den Räumen über uns. Ich war in den Räumen jetzt hier unten drin. Das muss in der Haupthalle drin sein dann, ne? Aber die spawnen doch nicht beide in der Haupthalle, oder? Weil den einen in der Mitte in dem Raum, der unten unter dem Tisch lag, den haben wir. Wieso hat denn 4000 Leben gehabt, Leute? Okay. Da müssen wir versuchen rauszugehen, auch wenn ich das echt für gefährlich halte. Aber es hilft nichts. Huch! Okay. Da muss irgendwo hier in der Haupthalle Benzin liegen. In dem Raum, das habe ich schon rausgeholt. Das ist ungünstig. Gehen wir mal doch hier rein. Können hier zwei drin sein oder so? Nee, ne? War unter der Treppe eins? Ha. Huh. Okay, ich muss aber eben auf die Bots auch warten. Danke. Alter, du guckst um die Ecke. Direkt Erschütterungsgranate, danke. Nee, aber da ist nirgendwo. Verstehe ich nicht. Geil. Er hat auch 4000 Leben, lol. Wieso sind die doch immer so stark? Da ist er! Habt ihr nicht gesehen? Ja. Wir müssen was lieber jetzt holen, weißt du, jetzt haben wir gerade volle Leben und die Situation hier drin ist ja eh ganz angenehm. Nur wenn wir das später holen und wir wieder da hinten rüber gecrossed sind, dann müssen wir nochmal durch die Mitte durch und zurücklaufen, so, ne? Das wäre echt scheiße. Deswegen lieber so rum, weil dann müssen wir nicht nochmal durch die Mitte da draußen laufen. Okay, die Bots kommen gerade gar nicht klar darauf, dass ich, was ich hier tue. Das ist aber echt schlecht, weil die müssten langsam mal hier rüberkommen. Weil die müssten eigentlich hier in der Tür stehen. Ne, der hat nur 1800 Leben. Lol, okay, alles klar. Ich frag mich ja echt, warum manche von denen so doppelte HP haben. Ach, jetzt gehen die oben lang, euer Ernst? Schweine. Ich kann nicht ohne die gehen, weil ich brauche jemanden, der mich eventuell retten kann. Ja, ich kann ihn nicht abschießen. Wie frech. So, dann meine Herrschaften. Chains bitte nicht zurücklassen, wir brauchen das Gold. Chains ist egal, aber das Gold ist wichtig. Chains. Toll, alle warten auf dich. Er haut zurück. Naja gut, jetzt ist Chains immer noch nicht da. Chains. Noch 7000 Leben, alles gut. Der Cloaker.
Wieso sehe ich keinen Scharfschützen? Das macht mich gerade ein bisschen nervös. Weil es sind immer tausende Scharfschützen eigentlich. Na gut, auf geht's. Da ist ein Scharfschütze. Au. Ich warte kurz auf die Bots. Ach, jetzt Chains der Erste, weißt du? Ja, macht Sinn. So, haben wir. Joy. Du sollst bitte gehen. Mädel. Bitte. So, den Crane kurz starten. Munition nehmen. Einmal kurz heilen. Richtig. So, der hat jetzt nämlich einmal ganz das Ding da hoch. Da ist ein Minigun-Dose, habe ich gerade gesehen. Schwierig. Aber noch eine Arzttasche für den Notfall, also alles gut. So, und da geht er jetzt. Und wir gehen auch gleich. Aber ich bin überrascht, weil eigentlich müssten immer so drei, vier Scharfschützen überall rumstehen. Deshalb war es halt entspannterweise nur einer, der jetzt auf dem Dach da hinten stand. Gott sei Dank. Okay. Alter, unser Heavy Spot ist aber schon wieder tot. Achso, er wird vom Minigun-Doser zerfetzt. Na, das ist schade. Gut, er hält mir jetzt Magazin aus. Nice. So, Munition bitte, meine Freunde. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir uns das ganz gerne mit. Okay, wir müssen jetzt vor The Trap waden hier. Waden, Schmaden. So, habt ihr es dann jetzt endlich? Sehr schön. Kurz zum Heilen. Gott, da lieber nicht in die Ecke gucken. Das ist maximal gefährlich. Du Assi. Von wo kommt der denn jetzt? Von oben oder was? Okay. Ein bisschen Sorge gerade, weil hier Smoke und alles ist. Okay, Scharfschützen wieder ohne Ende jetzt gerade. Ach, von da kommen die auch. Oh Gott. Hä? Was war denn das jetzt? Wieso ich denn gerade so viel Schaden bekommen? So, die Scharfschützen waren das wahrscheinlich, wa? Okay, krass. Jo, alles klar. Sind wir gerade massenhaft Sniper gespawnt. Nicht boxen bitte, Leute. Ich muss da wieder raus. Aha. Na, jetzt geht's aber los hier. Jetzt sind ja 43.000 Sniper überall. Okay. Kurz geheilt. Das Ding läuft. Wir gehen ganz kurz hier die HP holen. Haben wir es wenigstens genutzt, weißt du? Dass wir hier so viel Schaden bekommen haben auf einmal, das war ein bisschen frech. So, die Trap läuft. Also ist gelaufen so. Jetzt kriegen wir das richtige Gold.
Idioten. Schöner Medic. Wie viel Medics sie kriegen. Ah, die Flash schon wieder. Danke. So, mal kurz converted hier. Wir müssen nicht gleich hier rumgehen wahrscheinlich. Ich hätte in Erinnerung hinten rechts der Container. Das müsste der sein. Lass dir aber ruhig Zeit mit dem Kran. Au. Also das eigentlich Wichtige ist nur, dass du die Scharfschützen halt tötest, sobald die da sind. Weil die sind halt maximal stark auf dieser Karte. Hallo? Hallo? Wieso hast du denn so viel AP? Werden die irgendwie geboostet oder so von den Medics oder so? Kann das sein? Krass. Okay. Können wir jetzt bitte endlich gehen oder wollen wir noch weiter hier bleiben? Schon wieder Medic, hallo. Noch ein Cloaker. Ach, jetzt dürfen wir endlich. Ah, oh, nicht der, sondern der hier. Oh, die sind schon hier. Ah ja, natürlich. Naja, klar. War ja logisch. Musste ja passieren. Hä, wie? Gott, ich weiß es nicht mehr. Weil es einfach aushalten und dann gucken. Ah ja, stimmt, der muss ihn wieder auf Seite drehen dann, ne? Richtig, Munition kurz holen. Das war sehr relevant. Hä, wie ging es nochmal? Muss ich den Kran warten oder muss ich irgendwas aufmachen hier? Was ist das für ein Müll? Geht doch bitte mal drauf, hallo. Ach, die Blue Containers. Ah, das habe ich nicht gehört. Ja, mein Fehler. Natürlich ist da ein Skaldauser. Muss ja auch. So, den in den Eck erstmal kurz wegballern hier. Huch, der ist runtergesprungen. Ja, man wird double gesnipert einfach. Danke wieder für nichts auf jeden Fall. Hallo, stirb doch. Junge. Damn, der Heavy Spot alleine, der hinten hält alle auf. Sehr schön. Ja, als ob die genau wissen, wo ich stehe, die Gegner. Als ob die hier stehen einfach und warten. Was ist das denn? Ja, und das wird die auf jeden Fall aufhalten. Weißt du, die klettern über alle Container drüber, wie die Irren. Aber das wird die aufhalten. Safe. Komische Mission, bin ich ehrlich. Das ist übrigens eine Mission, muss ich sagen, die ist eigentlich von dem Prinzip mit den Fließbändern und so, finde ich die ganz geil. Die Idee ist cool. Mir gefällt das auch mit dem Gold und dem Wagen, wenn es so auffällt. Geldtechnisch, zeittechnisch ist die vollkommen in Ordnung, ne? Ich finde es vom Ende ein bisschen zu lang, aber die lohnt sich eigentlich echt stark. Meiner Meinung nach, trotzdem eine Scheißmission. Also die ist schon eher den schlechteren. Ja, danke dafür auf jeden Fall, aber ist ja trotzdem eher eine schlechte Mission. Grund dafür ist ganz einfach, der ganze Außenbereich ist halt einfach die Kacke hochzählen. Also die Masse an Scharfschützen, weiß ich nicht. Und mir kam es auch irgendwie vor, als wären das sehr viele Bulldozer, so übermäßig viele irgendwie. Keine Ahnung. Naja, was wir auf jeden Fall anpassen müssen, ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Ich muss das hier machen. Ich kann das nicht. Wenn ich Solo spiele, muss ich Resilience haben. Aber was machen wir weg? Das hier vielleicht? Weil ich kann halt... Nein, Lives muss ich haben. Ich brauche dieses eine Leben. Für manche Missionen super wichtig. Das hier... Okay, das kann man ruhig weglassen, theoretisch. Ist aber dann halt nur ein Punkt. Ich brauche drei. Ich müsste dann also noch was anderes weglassen.
10% Movement Speed und 20% mehr Geschwindigkeit. Also 10% Movement Speed ist halt insgesamt halt schon, finde ich, wichtig, auch wenn das halt zwei Punkte sind, finde ich die aber trotzdem sehr relevant, weil 10% quasi durchgehend zu haben ist schon schön. Die Dinger hier will ich alle nicht wegnehmen, die finde ich alle wichtig. Wobei das ja eigentlich jetzt nur bei Bulldozern wichtig ist, das könnten wir rein theoretisch sogar eintauschen, aber ist halt trotzdem schön. Den ganzen Rest darin finde ich sehr relevant. Das hier finde ich auch alles relevant. Kann man nicht wegnehmen, also hier machen wir nichts. Technician. Dass hier Drills einfach schneller sind, wichtig. Das hier ist halt auch sehr stark. Fire Control finde ich auch gut. Das sind relativ gute Punkte eigentlich. Würde ich auch gerne mitnehmen und drin lassen. Drill Sergeant und so weiter. Sergeant. Wäre natürlich auch schön. Damit es nochmal 15% schneller geht. Ah ne, warte mal, es sind dann sogar insgesamt 55% schneller, ne? Lol. Ich hätte immer so im Kopf, dass es 30% insgesamt sind. Dann wäre der ja auch noch wichtig, ne? Oder nicht wichtig, aber cool. Das sind dann 6 Punkte, die wir brauchen dafür. Plus die sind 9 Punkte. Ich glaube, ich nehme den hier weg. Weil das Ding ist halt hier, die anderen kann ich nicht wegnehmen. Combat Doctor muss ich haben, sonst bin ich am Arsch. Partners in Crime oder generell die Dinger hier finde ich auch sehr wichtig. Ich würde sogar den hier noch auf Ace machen, ehrlich gesagt, aber das ist jetzt nicht ganz so relevant. Nee, der ist wichtig wegen Leben vor allem. Den wir converten können, der ist halt Standard. Der wäre natürlich nice, aber ist auch nicht so schlimm, wenn wir den nicht haben. Stable Shot ist halt Stability und zwar easy Punkte, mit dem ich auf jeden Fall mit. Also hier kann ich auch nichts ändern. Ich kann nur bei Enforcer was ändern. Bullseye, das mit der Armor, ich kriege 25, wenn ich einen Headshot lande. Finde ich halt schon ganz geil eigentlich, würde ich gern behalten. Transporter, für mich als Solospieler sehr wichtig. Die Hard finde ich auch sehr, sehr wichtig, allein schon, weil es mehr Rüstung für die Ballistikweste gibt. Und halt 50% weniger Schaden, während du mit Sachen interagierst, ist halt auch sau relevant, wenn du Solo spielst. Resilience will ich hier auf Ace haben. Scavenger finde ich auch als Solospieler sehr wichtig, alleine schon mit Shotguns und wo wenig Munition ist, dass du halt die besser bekommen kannst. Und Shotgun-Skills, da wird es jetzt interessant, weil es sind die einzigen, an denen ich jetzt rumschrauben kann, aber ich will ja nicht zu viel wegnehmen wegen Schaden. Den Grundskill hier, dass wir dann halt Damage Reduction und Damage Boost bekommen, wenn halt Gegner wohl in der Nähe sind, das finde ich halt wichtig. Den kann ich nicht wegnehmen, will ich auch gar nicht. Ist ja auch ein relativ günstiger Skill. Dann hier Shotgun Impact. Dass halt die Stability für 8 höher ist. Und 5% mehr Schaden und 10% mehr Schaden ist wirklich relevant. Also den können wir nicht wegnehmen. 15% mehr Schaden auf unsere Mainwaffe ist halt wichtig. Shotgun CQB. Schneller nachladen und das um 50% insgesamt. Und 125% mehr reinzoomen, okay. Aber die 50% Nachladezeit ist halt auch extrem relevant. Brauchen wir, können wir nicht weglassen. Die drei unten sind also Main für Shotgun. Overkill. Gibt uns 75% mehr Schaden für 20 Sekunden, wenn wir einen Kill mit einer Shotgun machen. Also für uns auch extremst relevant. Der Damage-Bonus geht auf alle Waffen, also auch auf die Pistole. Wäre zwar nice, aber kein Muss. Deswegen würde ich den wegnehmen. Weil die 8 Punkte, die kann ich woanders reinsetzen. Bei Resilience für die Flashbang-Duration muss ich mit reinnehmen. Ich kann das nicht weglassen. Die hat mich jetzt ja so viel Leben gekostet, nur durch die Flashes. Transporter ist Quatsch. Drill Sergeant finde ich, glaube ich, dann wichtig. Weil 30% ist halt schon geil. Fehlt uns natürlich jetzt ein Punkt. Den könnten wir aber von hier hinten wegnehmen, weil 33% schneller Waffe wechseln ist zwar, das ist zwar nice, aber das ist halt nicht so notwendig, weiß ich mein. Das hier haben wir dann halt öfter mal irgendwie nicer. Dann haben wir das mich jetzt ganz auf jeden Fall angepasst. Ich schreibe das Ganze noch gleich in die Liste auf. Dann ist die Klasse zwar jetzt theoretisch für die Pistole schwächer jetzt. Also wenn wir jetzt ein bisschen abgeschwächt. Aber eigentlich nur vom Waffenwechsel her. Und Overkill, okay, das ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen ärgerlich. Aber damit können wir leben. Dann ist die Pistole zwar, wie gesagt, schwächer, aber die Mainwaffe ist genauso stark. Und wir haben deutlich mehr Resistenz jetzt dagegen. Und die Bohrer sind schneller. Also hat auch Vorteile. Ne? Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.